Leute, meine Güte, was ist hier nur los? Ja, lähnende Gäre im Inventar, zumindest fast. Uns wurde ein Bienenwichtiger abgenommen und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass da noch jemand im Nebenraum ist. Gehen wir mal hin. Bei allen Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Nuri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Oh. Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sadia zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fratzen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Sadia einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Ach du Schande. Steinkopf, Steinkopf, Steinkopf. So einfach ist es also nicht. Ich kann ihn nicht klar erkennen. Eis. Feuer, Humus, Wasser, Luft und Erz. Welcher Elementargeist gehorcht welchem Element? Humus. Ich werde erstmal mit. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Das klingt für mich sehr nach Stein. Ich weiß nicht, was Humus sein soll, aber das klingt für mich nach Stein. Dass es hier nicht mehr gibt, oder was? Was ist, wenn ich jetzt... Es ist Humus zum Geier. Humus? Du bist Humus. Ich weiß nicht, ob das... Ach so, ich darf dir... Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Das ist auf jeden Fall Feuer. Du bist Feuer. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Wasser. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Wasser, eindeutig. Du bist Wasser. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Wenn die in der Mitte Feuer ist, dann bist du auf jeden Fall Eis. Du bist Eis. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Jetzt hätte ich noch Erz oder Luft. Ich schweig mal. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Du bist Luft. Durchgreifen ist Luft. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Dann sag ich hier du Erd bist und drüben Humus. Dann hoffe ich, dass von das stimmt. Dann hoffe ich, dass das stimmt. Du bist Humus. Eis. Ja, und wie kann ich das jetzt hier bestätigen? Nee? Ich.
Rechirhumus noch? Du bist du. Von ich will. Du bist. Müsste der ja Erd sein dann, oder wie? Ich kann ihn. Bei den anderen. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre Nochmal. Ich kenne die Welt wie. Dann ist du der hier vielleicht Humus. Das Antlitz der Welt tragen Erz. Du bist. Von all meinen. Ich gebe jedem Leben. Wer? Vielleicht da die Luft, ich weiß es nicht. Du bist Luft. Die drei Rechten sind die schwersten. Eindeutig. Wer? Du bist. Von all. Ich gebe je. Wer? Du bist. Vielleicht so rum. Sag mal, wie soll denn das gehen? Halt mich bei Laune. Halt mich in Schach, sonst. Wer bin ich? Vielleicht hole ich mal meinen Odem hier raus. Gut. Es ist also kein böser Traum, sondern nur böse Magie. Na, immerhin. Sie sehen nicht sehr zerbrechlich aus. Wie der hier? Willst du so enden wie der Magier und die Leute auf der Lichtung? Nein. Dann löse das Rätsel. Der hat mir also was zu sagen und welches. Nee, ich hab doch das. Mann. Story Quest Log. Löse das Rätsel des sechsten Geistes. Klickt auf die Bildfragmente der oberen Hälfte, um die wichtigsten Informationen zu den gezeigten Personenereignissen oder Orten zu erhalten. Je weiter in der Geschichte fortschreitet, desto mehr Bildteile und Informationen sind euch zugänglich. In der unteren Bildhälfte seht ihr die Rätselhälfte. Hier werden euch eure aktuell wichtigsten Aufgaben angezeigt. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf die entsprechende Aufgabe und erhaltet einen Hinweis. Allein seine Berührung kann einen Menschen dauerhaft verletzen. Aha. Okay. Also bei den linken drei bin ich mir relativ sicher. Für die rechten drei Leute würde ich sagen, bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Ja, Screenshot gespeichert und ich habe derbe gefailt. Habe ich ihn hier. Ne, hier war das, glaube ich. Hier habe ich falsch zugewiesen. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Ja, und da hatte ich Wasser zugewiesen, das ist aber Schwachsinn, weil er bleibt immer dasselbe. Egal ob heiß oder kalt, das kann fast nicht sein, weil wenn Wasser kalt wird, wird es Eis. Also muss es Luft sein. Du bist Luft? So. Und dann, was ich jetzt so vermute. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Ich glaube, das war wirklich noch Erz mit dem. Du bist. Dran feilen. Oder war das Humus? Ich suche gerade einen anderen. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? So, genau, und hier muss jetzt Wasser hin, kennt die Welt wie kein anderer und unsere Welt wird nicht umsonst der blaue Planet genannt, weil sie eben zu sehr, sehr vielen Teilen aus Wasser besteht. Ja,
ein bisschen Feld, also Wasser. Du bist Wasser. So, und jetzt trete ich ihn um. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, da nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Humus? Du bist Humus. Also entweder waren sie so rum oder andersrum, ich weiß es nicht. Okay, sie waren so rum. Ganz genau nämlich. Es ist vollbracht. Das Tor nach Draconia steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ja. Ah, du bist noch da. Ist Ulrich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gurischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Beginnt Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß doch, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Oh! Die kennen wir doch. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Kapitel 4. Erfolg. Eine Errungenschaft zugleich. So. Dann, ja. Nee, also ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht zu übel, dass ich jetzt diesmal sogar im Part danach geguckt habe. Aber da jetzt bei 6 Elementen. Das gibt da unzählig viele Möglichkeiten und wenn man auch nur einmal einen simplen, leichten Denkfehler drin hat, so wie es bei mir der Fall war, dann kann man sich da zu Tode rumprobieren und bevor man es nur noch mehr kaputt macht, dachte ich mir, es ist an so einer Stelle vielleicht besser kurz zu gucken. So, ich würde sagen, ich frage jetzt erstmal, ob ich hier richtig bin, ne? Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers?
Ich will mich erstmal vorstellen. Ich heiße Sadia. Ich komme aus Fasar. Fasar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Ich hab das hier. Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ich muss gestehen, wir sind etwas... Wie soll ich sagen? Überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Ich würde sagen, ja, sie gehörte einst einem Magier-Mogul. Ich würde sagen, wie er darauf reagieren wird, das schauen wir uns im nächsten Part weiter an. Wenn es wieder heißt Let's Play Memoria. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Video sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Memoria. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.